Herzlich willkommen in unserer Videoreihe Remote Hacks. Heute der Remote Hack, die Informationsflut bewältigen. Wenn wir über Remote-Arbeit nachdenken, dann sind die klassischen Dinge, wie gestalten wir Online-Meetings mit entsprechender Videokonferenz-Software und so weiter, welche Regeln wenden wir dabei an und so fort. Das ist ein Teil. Ein anderer Teil ist, in Unternehmen müssen Informationen geteilt werden. Das gilt gleichermaßen vor Ort wie im Remote auch. Und gerade im Remote ist es noch wichtiger, wie kann denn ich für mich als Mitarbeiter herausfinden, welche dieser Informationen, die da geteilt werden, sind denn die für mich relevanten? Was erfordert meine Beteiligung und aktive Teilnahme? Und das kann man einerseits tun, indem man natürlich also strukturierte Informationskanäle bereitstellt, klassischerweise mit geeigneten Chat-Werkzeugen. Und das sieht dann so aus, dass halt Teams natürlich ihre eigenen Chat-Kanäle haben. Es gibt vielleicht einen übergreifenden Chat-Kanal und so weiter. Das alleine hilft schon mal, macht aber die Informationsflut jetzt erstmal nicht weniger und hilft noch nicht dabei zu entscheiden, was davon muss ich jetzt wirklich lesen und aktiv beobachten. Das gleiche Problem hatten wir selbst in unserer eigenen Company auch, dass das zu viel Information war. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir da eine weitere Dimension diesen Chatkanälen hinzufügen wollen. Und das sieht so aus, dass ein Chatkanal unterteilt ist in allgemeine Informationen und einen extra Kanal, der da heißt Feedback erwünscht. Das bedeutet, in der konkreten Anwendung, also ich schaue mir jeden Tag immer wieder eben halt was passiert da gerade auf diesen Chatkanälen. Und wenn ich aber jetzt gerade wenig Zeit habe, das dann zu verfolgen, dann kann ich jetzt ganz bewusst jetzt nur auf die achten, auf die Kanäle achten, wo ich sehe, im Feedback-Erwünscht-Kanal ist jetzt etwas eingestellt worden. Aha. Da soll ich jetzt also reinschauen, das erfordert wahrscheinlich meine aktive Teilnahme. Und dann schaut man da rein und gibt eine Meinung zu einer Frage oder wie soll etwas entschieden werden und so weiter. Und durch diese weitere Dimension, das hat uns sehr geholfen, dass wir deutlich besser mit dieser Informationsflut jetzt zurechtkommen und man selbst eben nicht damit überfordert ist. In dem Sinne, die weitere Dimension für Chatkanäle, allgemeine Informationen und Feedback erwünscht. Probieren Sie es aus. Ja? Schreiben Sie uns, ob es hilfreich war. Und vielleicht haben Sie auch andere Ideen, wie Sie das mit weiteren Dimensionen noch besser strukturieren können, sodass Ihre Mitarbeiter wirklich für sich sehr gezielt und sehr einfach herausfinden können, okay, welche sind die wirklich relevanten Informationen für mich, die ich verfolgen muss? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen. Schreiben Sie uns wie üblich. Viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Ihr Teamproof-Team.